Hallo zusammen, ja, ich bin's, der Kai von Abgedreht, und heute zeige ich euch mal etwas anderes, und zwar Shortcuts, die man benutzen kann, um ganz schnell zu schneiden. Und zwar geht es darum, wie man im Edit-Bereich, wenn man ganz viel Videomaterial hat, sei es von einer Hochzeit, sei es von einem Kurzfilm, sei es von Game-Material oder einem Livestream, den man komplett erstmal roh schneidet und dann halt nachher feinschneiden will. Und wie das schnell geht, das würde ich euch heute gern zeigen, wie ich das selber mache. Und zwar habe ich da Shortcuts angewendet, die ich euch nachher zeigen werde. Und bei euch wird das ein bisschen anders sein, weil ich die Shortcuts schon geändert habe. Nicht mehr so wie sie im Rohzustand, wenn man DaVinci Resolve downloadet, sind. Aber in der Videobeschreibung habt ihr dafür meine Shortcuts. Die könnt ihr euch nämlich da importieren. Wie das geht, zeige ich euch natürlich auch. Also haut rein, bis gleich in DaVinci. Und da sind wir in DaVinci Resolve und wir legen auch gleich schon los. Wenn wir jetzt Material am Anfang ausruhen, wir haben hier ganz viele Clips. Gucken wir mal, was wir ja davon ungefähr benutzen wollen, also den Rohschnitt bzw. das Rohmaterial. Dann drückt ihr einfach die Taste I für Mark In und die Taste O, sagen wir mal, bis hierhin wollt ihr es haben, Mark Out. So, alles was jetzt in diesem, zwischen in Mark In und Mark Out ist, wenn ihr es runterzieht, habt ihr es hier in der Timeline drin. Jetzt möchten wir die Clips etwas schneiden, das heißt, jetzt haben wir hier schon ein paar aneinandergereiht und es gefällt das von der Story jetzt her. Ich weiß, das ist jetzt storymäßig nicht gerade das Geilste, was ich hier im Material habe, aber jetzt gehen wir einfach davon aus, hier wäre eine Story und sagen, okay, hier, das gefällt mir jetzt nicht am Ende. Können wir mit Taste C einfach das hier rauslöschen, also schneiden, und wenn wir das dann selektieren, das was wir raus haben möchten, und drücken Backspace, dann ist hier das gelöscht, wir haben eine Lücke, jetzt müssen wir nochmal reinklicken und dann wieder Backspace drücken und die Lücke ist geschlossen. So, das wäre das mit dem Löschen mit C. Das nennt man übrigens Split Clip. Manchmal, wenn man wirklich wie gerade in dem Beispiel einen Teil vom Ende von dem Clip oder Anfang von dem Clip schneiden oder entfernen, da gibt es einfach was Schnelleres. Und zwar haben wir hier mit Q Start to Playhead, also ich habe es mit Q so belegt, und W End to Playhead. Ich mache das mal wieder zu. Also jetzt gehen wir wieder mal zu dem Punkt hier. Ich mache den hier mal weg. Zum Punkt, das hier wollen wir jetzt löschen. Ich selektiere jetzt hier nichts und drücke einfach nur W. Wenn ich zum Beispiel hier einfach nur Q drücke, ist vorne das weg. Ja, aber ich will jetzt hier in der Mitte was weg haben. Dann kann ich mit Q oder W nichts machen. Stimmt nicht. Dann kommt nämlich das Zusammenspiel von Split Clip und Play to End, Playhead to End oder so. Und zwar, ihr drückt jetzt hier C, einmal geschnitten, und ihr wollt jetzt das hier weg haben oder ihr wollt das weg haben, dann drückt ihr jetzt hier zum Beispiel, wenn ihr das weg haben wollt, W nochmal, oder wenn ihr das weg haben wollt, Q. Also das geht richtig schnell, das ganze Schneiden mit dem Play Head to End, Da to Play Head und End to Play Head. Entschuldigung. Aus irgendeinem Grund sind jetzt ganz viele Lücken da. Wenn wir jetzt die Lücken schließen wollen, können wir das alles markieren und einfach nur Escape drücken. Dann ist das alles geschlossen. Ist auch viel einfacher. Natürlich sollte man auch wissen, dass alles richtig ist. Wenn wir aber jetzt das geschlossen haben, kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Dann gibt es nämlich noch was Cooles. Wenn wir das jetzt geschlossen haben, dann gibt es noch sowas, das heißt Swap Clips. Gehen wir mal kurz hier hin. Und zwar mache ich einfach mal hier Swap. Dann gibt es einmal toward, Swap Clips toward left und Swap Clips toward right. Das habe ich mit Ä und Ö belegt, finde ich einfach einfacher. Also ihr habt das jetzt hier zusammen gemacht und denkt so, ah nee, die zwei Clips hier müssen vertauscht sein. Dann drückt ihr einfach nur Ä. So, dann wird das wirklich einfach getauscht. Das heißt, ich könnte diesen markierten Clip, also ihr müsst den selektieren, könnte ich komplett auch zum Anfang machen, ja. Oder sogar noch eins weiter und noch eins, ja. Also je nachdem, wo er hin muss, ist das auch ziemlich easy zu vertauschen. Dann gibt es noch eine coole Sache. Manchmal hat man ja auch wirklich eine riesen Timeline. Da will man nicht hier 100 Mal nach L oder Ö drücken, also rechts oder links drücken, sondern ich nehme das hier jetzt mal, das wäre jetzt ganz da hinten. Ja, gehe ich hier drüber, drücke STRG X, dann ist das gelöscht, aber auch kopiert. Und wir können unseren Playhead dahin setzen, wo wir es hinhaben wollen. Also zum Beispiel hier zwischen diese zwei Clips, und wir machen STRG, Shift und V. So, jetzt ist es dazwischen. Habt ihr gesehen? Ich gehe mal wieder zurück und mache es jetzt mal hier mitten rein. STRG, Shift und V. Dann ist wirklich da, wo der Playhead ist. Also es ist nicht nur zwischen zwei Clips, ja, sondern auch zwischen, also genau da, wo der Playhead ist, da wird so gesehen ein Schnitt gemacht und das dazwischen geschoben.
So, dann haben wir natürlich hier noch sowas wie Transitions. Transitions können wir auch, wenn wir hier jetzt mal Effect Library öffnen. Ich mache Media Pool mal zu. Und jetzt haben wir hier den Cross Dissolve als unser Favorit, was Transitions angeht. Das sieht man hier in dem roten. Und zwar, wenn ihr jetzt hier überall eine Transition haben wollt, markiert ihr einfach alles. Ja. So, und macht dann SRGT. So, jetzt habt ihr überall die Transition und überall wird diese Cross Dissolve dann verwendet. So, dann könnt ihr natürlich noch, ich mache das mal rückgängig, ihr könnt auch sagen, also das war mit Command T, alles markieren, Command T, da habt ihr wirklich alles direkt mit Transition voll. Ihr könnt, glaube ich, Alt T noch machen, da habt ihr nur Video, nicht Audio mit Transitions voll. Und Shift T habt ihr nur, cool, ich weiß ja, da ist auswendig schon, habt ihr nur Audio. Also es gibt ja auch zum Beispiel bei Audio kann man ja hier Crossfade machen, könnt ihr auch favorisieren. Das heißt, wenn ihr jetzt hier Shift T drückt, müsste dann der Crossfade überall sein. Ja, genau, Crossfade, 0 dB. Dann haben wir natürlich noch so Sachen wie Speed Change, V-Time Curve und Change Clip. Und dann fangen wir mal an. Speed Change ist STRGR. Steht auch dann direkt da, da könnt ihr, wenn ihr hier oben, also nicht hier unten, ja, ihr müsst hier oben an der blauen Leiste, sage ich mal, müsst ihr, wenn ihr das schneller haben wollt, zusammenziehen, ist ja irgendwie logisch, wenn man zusammenzieht und wird kleiner und dasselbe Material ist aber da drin, wird das Ganze natürlich schneller abgespielt. Ich zeig's mal, ja, genau, dann rede ich schneller. Also hier dann mit Speed Change können wir schneller machen oder natürlich auch langsamer. Sobald es gelb wird, ist Zeitlupe. Ja, das seht ihr auch daran, da müsst ihr natürlich aufpassen, wie viel Bilder pro Sekunde euer Video hat. Frames per Second. So, das wäre Speed Change. Dann haben wir Retime Curves. Das geht auf, wenn wir STRG-E drücken, also Command-E. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier irgendwas gekeyframed hätten, ich guck mal gerade, ich mache mal hier ein paar Keyframes rein. Und wenn man dann Keyframe anklickt und hier zum Beispiel ein bisschen was macht, dann kann man die auch ein bisschen ausmoven. Dann kann man hier das noch holen. Da seht ihr hier schon mal eine schöne Kurve und nicht so was Spitzes wie gerade eben. Genauso könnt ihr das natürlich auch hier machen. Ja, okay. Das V-Time Curves, also das heißt, sobald ihr irgendwas mit Keyframes habt, könnt ihr da dann die Keyframes noch bearbeiten. Welche Keyframes ihr seht und so, wenn ihr zum Beispiel beim Inspector gezoomt habt oder die Position verändert habt oder rangezoomt ans Bild, könnt ihr natürlich hier sagen, ich will noch die Zooms sehen, die Position will ich noch sehen und so weiter, ja. Also das macht ihr hier bei dem kleinen Pfeil, könnt ihr dann sagen, welche Keyframes ihr sehen wollt. So. Okay, das wäre das. Und dann gibt es zu guter Letzt von diesen drei Dingen noch Change Clip Speed und da einfach nur R drücken. Einfach nur Taste R, dann könnt ihr hier die Geschwindigkeiten ändern, ihr könnt hier Freeze Frame machen, ihr könnt das Ganze auch umgekehrt machen, wenn ihr zum Beispiel ja, hier sagt, okay, nee, ich will rückwärts spielen lassen, Reverse Speed, da seht ihr auch Minus, dann Replace und dann mache ich natürlich alles rückwärts. Ihr möchtet jetzt hier zwischen auch noch was reinmachen oder überlegen, was da hinkommt. Und ihr müsstet jetzt alle hier Stück für Stück rüberschieben. Könnt ihr natürlich so machen, ihr markiert alle mit A, schiebt dann rüber, ja. Aber es geht auch noch einfacher und vor allem innovativer. Ich deselektiere mal alles. Da, wo der Playhead ist, ab diesem Stück vom Material, also auch hier alles, was hier von links ist, bis hierhin. Also dieses ganze Teil wird auch noch mit selektiert mit Alt-Y. Alt-Y, dann ist alles rechts markiert. Ihr könnt einfach nehmen und drüber schieben. Ah, dann noch eine coole Sache, was ich auch noch gelernt habe die letzte Zeit. Oder nicht gelernt, sondern sehr oft benutze. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei einem Clip, mache ich hier mal Zoom. Und ich mache jetzt hier mal runter. So, ja. Ja, mache ich einfach Keyframe rein. So, jetzt ist der ganze Clip ja so. Wenn ich das jetzt beim nächsten nicht haben möchte, ja, also ich mache jetzt beim nächsten, ist ja wieder weggezoomt
und beim nächsten auch. So, den will ich aber wieder ranzoomen, genauso wie den. Das ist auch ziemlich einfach, ihr müsst nur hier STRG-C zum Kopieren oder Command-C zum Kopieren und hier bei dem, wo ihr es dran haben wollt, selektiert ihr Alt-V. Da kommt noch ein Fenster, das heißt Paste Attributes. Jetzt können wir entscheiden, das benutzen, das andere nicht. So, wir haben, was haben wir gemacht? Zoom und Position. Das heißt, wir machen jetzt hier Zoom an und Position, genau. Die zwei Sachen, jetzt machen wir Apply zum Bestätigen. Und es ist, hier seht ihr auch direkt im Inspektor, ist genauso gezoomt und gemacht wie bei dem hier. Zum Beispiel bei einem Video, wo man vor Kamera redet und man hat kurz einen Versprecher drin oder so. Oder man macht mal kurz so oder irgendwas, dann ist ja ein guter Trick, mal kurz ranzuzoomen, dann mal wieder wegzuzoomen, dann wieder ranzuzoomen natürlich. Ja, habt ihr gesehen? Da ist sogar ein heftiger Ruckler drin. So, wenn wir aber in diesem Moment Alt-V drücken und sagen, okay, ja, diese Sachen bitte benutzen, dann ist halt einfach rangezoomt. So, und jetzt will ich euch kurz zeigen, wenn ihr jetzt das bei euch in DaVinci Resolve nachmachen wollt, dann habt ihr zwar die Möglichkeit, wenn ihr hier oben bei DaVinci Resolve auf Keyboard Customization geht, könnt ihr da genau die Sachen, die ich hier eingeblendet habe, wie zum Beispiel Change Clip Speed, wird bei euch vielleicht was anderes drinstehen. Ich glaube, er ist, glaube ich, auch Standard. Aber egal, bei Sachen wie zum Beispiel Start to Play It, genau. So, hier habe ich dann Start to Play It und habe einen Kuh reingemacht, ja. Bei euch wird da auf jeden Fall was anderes stehen. Und jetzt kann ich aber hingehen und sagen, okay, das habe ich nämlich Kai voll abgedreht genannt. Export Preset, Kai voll abgedreht, unterstrich Short Cut.txt. So. Wenn ihr jetzt hingeht und sagt, okay, ich kann mir das so angewöhnen, wie der Kai das gemacht hat, dann können die euch, wenn ihr wollt, unten in der Videobeschreibung das holen, runterladen, dann bei Import Preset gehen, das natürlich dann raussuchen, Kai voll abgedreht dahin machen. Wenn das geladen ist, müsst ihr halt hier das noch aussuchen und da Kai voll abgedreht ein Häkchen reinmachen und dann Save. Und dann sind die Sachen, wie ich sie benutze, drin. Wie gesagt, guckt mal, wie ihr es haben wollt, weil es gibt ja auch andere Tastaturen oder Linkshänder oder was weiß ich. Ganz viele Arten, warum man oder Möglichkeiten oder Gründe, warum man was anders machen will, wie ich es jetzt zum Beispiel hier habe. Von dem her macht euch da eure eigenen Gedanken. Aber wenn ihr es wollt, könnt ihr euch das downloaden und einfach benutzen. Ja. Das war's dann mit Shortcuts. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es mal in die Kommentare und ich würde mich freuen für ein Like und ein Abo. Wir sehen uns wieder. Haut rein. Ciao.